Guten Tag. Ich möchte Ihnen heute etwas zu Advanced Nursing Practice als Karriereschritt für Pflegefachpersonen erzählen. Mein Name ist Maya Zumstein-Schacher. Ich bin Professorin für Pflegewissenschaft an der Berner Fachhochschule in der Schweiz und auch stellvertretende Programmleiterin des Master of Science in Pflege. Folgende Punkte möchte ich hier heute streifen. Karrieren in der Pflege sind nicht so wahnsinnig vielfältig. Wir haben zunächst einmal einen Mangel an Pflegefachpersonen. Das ist schon seit längerem der Fall. Dafür gibt es verschiedene Gründe, unter anderem eben auch einen großen Verantwortungsbereich mit einer herausfordernden Arbeit, mit Menschen, die in gesundheitlich schwierigen Situationen stecken, da auch die Angehörigen betroffen sind. Es gibt unregelmäßige Arbeitszeiten, Wochenend- und Nachtarbeitszeiten. Es gibt eine eingeschränkte Anerkennung, gesellschaftlich oder auch gesetzlich. Damit wird einerseits die Arbeit der Pflege kaum sichtbar, andererseits kann sie schlecht abgerechnet werden. Es gibt Überschneidungen in Rollen und Kompetenzbereichen, damit auch Schwierigkeiten in der Erkennung von Karrieremöglichkeiten. Weiter kann man anfügen, dass auch das Arbeitsklima vielleicht beeinträchtigt ist. Es kann manchmal mangelndes Teamwork vorhanden sein. Das kann bis zu möglichen psychosomatischen Problemen führen. Pflege bedeutet hier eben Diplompflege, also eine dreijährige Ausbildung, die mit einem Diplom abschließt. Seit ungefähr 2000 sind diese Ausbildungen auf Tertiärstufe. Zum Beispiel in der Schweiz kann man einen Bachelorabschluss in Pflege machen oder eben einen Abschluss in Pflege an der höheren Fachschule. Bis vor kurzem eigentlich bestanden hauptsächlich zwei Wege für Karriere in der Pflege, nämlich man ging in die Lehre, also man wurde Lehrerin oder Lehrer, oder man ging ins Management, wurde also Stationsleitender oder Leitende und weiter ging die Karrieretreppe hinauf. In der direkten Praxis zu verbleiben und dort Karriere zu machen, war eher ungewöhnlich, gab es fast nicht. Was dafür viele Fachpersonen als Alternative gewählt haben, waren, sich weitere Fertigkeiten anzueignen in fachfremden oder verwandten Gebieten. Zum Beispiel viele Personen haben sich Fähigkeiten angeeignet im Bereich der Fußreflexzonenmassage oder ähnlichen Bereichen. Diese Herausforderungen bezüglich Karriere führten eben auch zu einer hohen Abwanderung oder führen immer noch zu einer hohen Abwanderung in der Pflege. Es gibt verschiedene Vorschläge für Verbesserungen, das sind nur einige, die hier aufgeführt sind. Also, dass man grundsätzlich mal versucht, bessere Karrieremöglichkeiten aufzuzeigen, dass man aber auch ein Arbeitsumfeld schafft, wo Karrieremöglichkeiten bestehen und auch aktiv gefördert werden, dass hier dabei auch berücksichtigt wird, welches Alter die Personen mitbringen, was für Fähigkeiten sie mitbringen etc. Sicher auch die Möglichkeit, bessere Arbeitsteilung einzuführen und somit auch ein besseres Zeitmanagement zu haben, vielleicht sogar einen besseren Lohn und somit auch dieses Work-Life-Balance, dass dieser Bereich auch besser möglich ist und somit man nicht immer das Gefühl hat, man rennt dem einen oder anderen hinterher. Wichtig sind zum Beispiel auch Mentoring-Möglichkeiten oder auch Weiterbildungsmöglichkeiten, die aktiv gefördert werden. Es wird auch darauf hingewiesen, dass es wichtig ist für Fachpersonen, dass eben eine Kohärenz besteht zwischen persönlichen und auch institutionellen Werten. Das kann auch zu einer Vertiefung der Beziehung sozusagen führen zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden. Ich möchte doch noch etwas zu Advanced Nursing Practice sagen, beziehungsweise zur Advanced Practice Nurse. Also Sie sehen, Advanced Nursing Practice ist eigentlich das Gebiet, Advanced Practice Nurse die Person. Es gibt verschiedene Gründe, warum heute über die Einsatzmöglichkeit von Advanced Practice Nurses gesprochen wird. Zum einen eben der ganze demografische Wandel, den wir sehen. Wir haben wirklich immer mehr ältere Personen, auch wir selber werden auch immer älter und damit mit dem Alter steigt halt auch die Möglichkeit, dass wir chronische Erkrankungen
aufweisen bzw. verschiedene chronische Erkrankungen gleichzeitig über solche verfügen. In diesen Bereichen benötigen die betroffenen Personen Unterstützung, zum Beispiel in den Bereichen Gesundheitsförderung, Prävention, Selbstmanagement oder andere Dinge. Mit dem Fachkräftemangel, aber auch den steigenden Gesundheitskosten gibt es immer mehr Patienten, die warten, um zu einem Hausarzt zu kommen. Es braucht auch eine Verbesserung der Triage oder eben auch einen niederschwelligen Zugang zu den gesundheitsversorgenden Bereichen. Wir wissen, Advanced Practice Nurses können in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, von akut bis hin zu Langzeit, der Palliative Care. Sie verfügen über einen Rucksack mit ganz vielen Fähigkeiten. Unter anderem können Sie ein umfassendes klinisches Assessment durchführen, sozusagen ein umfassendes auch hinsichtlich Pflege- und Medizin-Assessment durchführen. Sie können Diagnosestellung unterstützen oder sogar selber übernehmen und Sie können damit auch Behandlungspläne entwerfen oder dazu beitragen. Das International Council of Nurses definiert eine Advanced Practice Nurse als eine Generalistin oder auch eine Spezialistin. Sie hat einen Master's Degree mindestens bereits erworben und verfügt über ein ausgezeichnetes Expertenwissen. Sie hat die Fähigkeit, komplexe Entscheidungsfindungen mitzutragen oder durchzuführen. Sie hat klinische Kompetenzen von Advanced Nursing Practice und sie hat aber auch Charakteristiken, die je nach Kontext sich noch besser ausprägen. Zudem verfügen diese Advanced Practice Nurses über eine Akkreditierung ihrer Rolle, also sie werden gesetzlich anerkannt, dass sie diese Aufgaben ausführen dürfen. Die häufigsten beiden Rollen, sagt das International Council of Nurses, sind eben der Clinical Nurse Specialist und der Nurse Practitioner. Sie unterscheiden also zwischen diesen beiden Ausprägungen. Hamrick et al., also Anne Hamrick, so quasi die Person, die dieses Konzept verschriftlicht hat und selbst eben als Advanced Practice Nurse tätig war in den Vereinigten Staaten, definiert die Advanced Practice Nurse als eben Person mit ausgeweiteter, mit erweiterter klinischer Praxis. Diese Personen haben eine holistische Sichtweise auf Betroffene und ihre Familien in Bezug auf ihr alltägliches Umfeld, also zu Hause zum Beispiel. Und sie haben eine therapeutische Beziehung mit diesen Personen, die sie betreuen. Sie arbeiten zusammen mit anderen Fachpersonen, sind also fähig, auf gleicher Höhe, auf gleicher Augenhöhe mit diesen zu arbeiten. Und sie haben ein sehr tiefes, vertieftes Wissen über die anfallenden Krankheiten und Situationen, die sie antreffen. Auch wiederum verfügen sie über sehr gutes Expertenwissen im Bereich ethische Entscheidungsfindung und sie verwenden evidenzbasiertes Wissen, um ihre Praxis zu unterstützen. In der Schweiz gibt es die Interessengemeinschaft Swiss ANP. Das ist eine Vereinigung für alle Advanced Practice Nurses, die in der Schweiz gerade in dieser Rolle tätig sind. Es ist eine Untergruppe des Pflegeverbands, des Fachverbands der Pflegefachpersonen in der Schweiz. Und auch sie führen an, dass diese Advanced Practice Nurse eine diplomierte Pflegefachperson ist, die sich eine akademische Ausbildung angeeignet hat, in der sie ihr Expertenwissen, ihre Fähigkeiten zur Entscheidungsfindung, klinische Kompetenzen für eine erweiterte pflegerische Praxis angeeignet hat. Sie haben eben auch ein Expertencoaching, sie können beraten und eben sind sehr gut in der interdisziplinären Zusammenarbeit. In den Vereinigten Staaten von Amerika umfasst Advanced Nursing Practice verschiedene Rollen, ungefähr vier. Eigentlich spricht man von diesen vier hier: Clinical Nurse Specialists, Nurse Midwives, Nurse Practitioners und Nurse Anesthetists. In der Schweiz sprechen wir, wie ein bisschen das International Council of Nurses angedeutet hat, vor allem von diesen zwei Rollen hier, von Clinical Nurse Specialist und von den Nurse Practitioners. Hier noch eine visuelle Darstellung des Konzepts von Advanced Nursing Practice gemäß Anne Hamrick und ihren Kolleginnen.
Es geht wirklich primär darum, dass diese Pflegefachperson eben mindestens ein Master of Science Studium abgeschlossen hat. Sie arbeitet in der Pflegepraxis mit betroffenen Personen und ihren Angehörigen. Also sie ist nicht irgendwo in der Schule oder im Management. Sie hat sich dadurch, dass sie schon länger in einem bestimmten Bereich arbeitet, eine gewisse Spezialisierung angeeignet. Das ist eben dieser innere Kern, diese direkte klinische Tätigkeit. Sie verfügt über alle diese Fähigkeiten hier, eben Coaching und Führung von anderen, von der Patientinnen und Patienten sowie ihrer Angehörigen, also wo sie sie wirklich aktiv unterstützt im Umgang mit ihrer Erkrankung. Sie verfügt über Beratungs- und Konsultationsfähigkeiten, aber eben versucht auch ein professionelles Leadership an den Tag zu legen, hiermit auch darauf hinzuweisen, wenn etwas Neues eingebracht werden sollte oder wenn etwas vielleicht nicht so gut funktioniert im jeweiligen Umfeld. Hier nochmal ein bisschen ausführlicher die Kernkompetenzen. Da möchte ich eigentlich gar nicht mehr weiter darauf eingehen, sondern wirklich noch besser auf die Karrieren, Möglichkeiten in Bezug auf Advanced Nursing Practice eingehen. Die pflegetheoretischen Grundlagen können hier eine Hilfe sein. Man kann sich vorstellen, dass dieses Konzept der Advanced Practice Nurse von Anna Hamrick so quasi eine Darstellung von Pflege sein kann. Und wenn wir dann noch weiter schauen, sehen wir das Modell von Benner, From Novice to Expert, die ja darauf hingewiesen hat, dass jeder eigentlich in seinem Berufsalltag verschiedene Stufen durchläuft. Dazu gehört ein sich Wissen aneignen und aber auch ein reflexives, kritisches Denken an den Tag zu legen. Damit kann man von einer Stufe in die nächste eintreten im Zusammenhang mit der Arbeit, die man verrichtet. Daraus ergibt sich folgendes Modell, und das kann jetzt darauf hinweisen, dass eben Advanced Practice Nursing eben ein möglicher Karriereschritt darstellt. Wenn wir jetzt unten nochmal auf der unteren Stufe diese verschiedenen Kacheln sehen, wie direkte pflegeethisches Grundlagenwissen etc., dann weist das darauf hin, dass das die Kompetenzbereiche von Anne Hamrick identifizierten Bereiche für eine Advanced Practice Nurse sind. Wenn wir darauf aufbauen, sehen wir die Stufen der Pflegekompetenz nach Benner und wir wissen, es braucht jeweils Expertise im Bereich der direkten klinischen Praxis, es braucht Ausbildung, Management und Forschung. Wenn wir das jetzt so betrachten, dann kann uns dieses Modell helfen, einerseits herauszufinden, wo eine Pflegefachperson stehen könnte, weil wir können ja definieren, was in jeder Stufe vorhanden sein muss, beziehungsweise was man sich aneignen muss und was es denn braucht, auch von einer Stufe in die nächste zu gelangen. Damit kann man sagen, dass eine Advanced Practice Nurse, hier wäre sie die Expertin mit mindestens 5 Jahren seit Pflegeausbildung, würde dann eben eine vertiefte Möglichkeit haben, mit Pflegeexpertise im Bereich der direkten klinischen Praxis zu arbeiten. Somit könnte man Advanced Practice Nursing eben als Karriereschritt für Pflegefachpersonen sehen im Bereich der direkten klinischen Praxis. Natürlich kann dieses Modell dann auch helfen, vielleicht zu sehen, wo jemand seine Fähigkeiten hat. Wenn jemand vielleicht eher seine Fähigkeiten hat in der Anleitung und Schulung oder im Coaching von anderen Fachpersonen, könnte es ja sein, dass diese Person eher sich eignet, im Bereich der Lehre weiterzubilden oder jemand, der vielleicht eine wirkliche Fähigkeit hat, im Bereich evidenzbasierte Pflege zu arbeiten, könnte sich vielleicht eher im Bereich der Forschung ansiedeln. Also man kann dieses Modell auch so verwenden, damit man quasi die jeweilige Karriere einer bestimmten Pflegefachperson planen könnte. Man könnte es natürlich auch verwenden, um für ein ganzes Team oder für eine ganze Gruppe eben Karriere zu planen. Wir wissen, Advanced Practice Nurses sind eben als Karriere bereits schon erkannt. Wir wissen, dass wir in Zukunft diese erweiterten Fähigkeiten unbedingt benötigen, die diese Personen mitbringen können, weil wir eben eine Steigerung von Anzahlen von Personen mit chronischen Erkrankungen haben. Es kann aber auch attraktiv sein, solche Rollen zu haben als Arbeitgebender. Das könnte sein, dass Personen angezogen werden als Arbeitnehmende, die man sich vielleicht im Betrieb wünschen würde.
Wenn man über solche Rollen bereits verfügt im Betrieb, kann das auch eine Vorbildfunktion sein für neue, für junge Mitarbeitende, die in den Betrieb eintreten. Wie gesagt, das Modell, das ich vorhin aufgezeigt habe, kann helfen, einerseits für neue Mitarbeitende vielleicht einen Karriereweg zu entwickeln, andererseits aber auch für Personen, die bereits auf dem Weg sind, besser noch ihnen zu helfen, den nächsten Schritt in die nächste Stufe zu machen. Als Schluss kann ich festhalten, Pflege sollte bereits bevor man mit der Grundausbildung beginnt, eigentlich als Karriere gesehen werden. Es endet nicht mehr nur mit dem Diplom, sondern es kann weitergehen. Wir sehen hier, dass wir mindestens in 4 verschiedenen Bereichen Möglichkeiten sehen, vorwärts zu kommen, eine Karriere zu planen. Das ist die direkte klinische Praxis, die Pflegepraxis, die Ausbildung und Lehre, das Management und eben auch die Forschung. Wie gesagt, traditionell sind Karrieren im Bereich Ausbildung und Management bereits etabliert, aber eben neu dazu kommt die Karriere im Bereich der direkten klinischen Praxis sowie in der Forschung. Dadurch wertet sich die ganze Karriere oder beziehungsweise die Pflegepraxis auf. Also wir haben jetzt echt eine Möglichkeit, diese als reichhaltigen Boden zu sehen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Zuhören.